Hallo Hallöchen, wir spielen wieder LS17 auf der Stappenbach mitten im Winter. Und das letzte Mal habe ich ja hier diesen schönen Schneeschieber gekauft. Den Rest vom Equipment habe ich nicht so richtig gefunden. Und ja, den Rest holen wir heute. Und wir werden gleich mal zum Händler fahren, würde ich sagen. So, es hat ja funktioniert. Also wir können auf jeden Fall den Schneeschieber hier an Unimog montieren. Das funktioniert. Aber wir wollen ja das richtige Winterdienstfahrzeug haben, um da wirklich, sag ich mal, die Arbeiten machen zu können. Genau. So, das Teil stellen wir einfach mal hierher. Den Unimog entlassen wir eigentlich von seinem Winterdienst. Ist ein gutes Gerät, auch für den Winter. Aber den stellen wir mal auf den Hof. Wenn das so fest schneit hier, wenn das so doll schneit, kann der eigentlich in die Halle. Sonst füllt sich bloß die Ladefläche noch weiter mit Schnee. So, und wir gehen natürlich gleich wieder zum Händler. Und jetzt habe ich es gefunden. Jetzt muss ich bloß wieder überlegen, wo es ist. Und zwar ist es nicht bei Diverses oder so. Ich glaube, es ist hier bei AR LKWs Anhänger. Da haben wir so verschiedene Konfiguration, ich kann es nicht mehr aussprechen. Verschiedene Möglichkeiten, die LKWs zu konfigurieren. Und genauso die Anhänger. Und da hinten ist eigentlich der Phoenix AR 6x6. Und den werden wir uns jetzt leisten. Bisschen Geld haben wir. Wir müssen den ein bisschen umrüsten. Wir haben hier Design, machen wir noch mit IC Control, jawohl. Räder würde ich doch. Wir lassen mal die normalen drauf. Vielleicht sind das ja Winterreifen. Farbe geht gar nicht in Grün. Da müssen wir natürlich schon dieses schöne Orange nehmen. Motorleistung. Boah, ja. Für 200 PS mehr kann ich da schon 200.000 ausgeben. Okay. Und Anhängerkupplung konfigurieren. Wir brauchen natürlich vorne. Genau, wir müssen das da, glaube ich, nehmen. Damit wir vorne auch das Schneeschieber montieren können. So, dann kostet uns das Ding 194.550. Der ist natürlich nicht neu. Sonst würde der wahrscheinlich mehr kosten. Und dann kaufen wir den. Jawohl. So, jetzt müssen wir nur noch schauen, wo er ist. Natürlich beim Händler. Wow. So sieht das Teil aus. Okay, das sind die Standardreifen. So, Winterdienst haben wir da. Da haben wir auch diesen Salzstreuer hinten dran. Also, jetzt haben wir gefunden. Jetzt habe ich eigentlich nur kein Salz. Und hier vorne haben wir jetzt die Vorrichtung. Da können wir jetzt dieses Schild dran machen. Oder was noch gehen würde, wir hätten noch eine Fräse. Jetzt muss ich wieder überlegen, wo ist die Fräse wieder versteckt? Die ist, glaube ich, bei Diverses. Die ist bei Diverses drin, und zwar, wenn wir schon, sag ich mal, uns für den Winterdienst interessieren, sollten wir auch alles nehmen. Das wäre Winterdienst Schneefräse. Für 5.000 können wir sonst auch irgendwas anderes fräsen. Würde ich die auch noch nehmen. So. Genau. Die steht jetzt da. Ist nicht gerade besonders breit, aber wird wahrscheinlich reichen. Wir schmeißen das Teil mal an.
Scheibenwischer gehen automatisch. Oh, warte. Da haben wir aber kontrollmäßig richtig was hier. Was ist das? Standardlenkung. Lenkung Hinterachse. Okay. Warnleuchte. Kabinenlicht. Okay. Arbeitslicht hinten. Arbeitslicht vorne. So, was ist das? Zündung abstellen. Okay. Rundum leuchten. Da können wir die Tür aufmachen und da können wir wahrscheinlich das Fenster senken. Genau. Wie sieht der sonst so aus hier drin? Ich nehme an, das ist kein Bier, was da steht. So, nein, sonst können wir da weiter nichts einstellen. Das reicht ja eigentlich auch. Also, voll beleuchtet. Jetzt lenkt da hinten mit. Und jetzt komme ich da irgendwie nicht nach hinten. Wieso nicht? Irgendwo stößt er an. Ich hätte natürlich jetzt gern die Fräse. Ich muss da gerade mal ein bisschen anders fahren, damit ich die Fräse hier montieren kann. So, geht die jetzt daran? Nee. Wieso nicht? Jetzt, glaube ich, hat er sie mir angezeigt. Jawohl. So, Welle haben wir auch dran. Wie geht denn die Fräse an? Das kann ich da. Da hinten ist die Lasermarkierung. Oh, und dann könnte ich es natürlich noch schwenken. Alles klar. Und dann könnte ich theoretisch. Müsste ich sie noch anmachen? Ah ja, jetzt scheint da irgendwas zu gehen, aber so richtig. Irgendwas mache ich sicher falsch. Wenn ich doch drücke hier. Muss der noch einen Anhänger mitführen oder wie ist denn das da? Scheint so. Kann ich nicht einfach so rumfahren. Muss ich wahrscheinlich noch einen Anhänger hintermachen, damit der die Fräse, also den Schnee aufladen tut. Wir stellen sie mal hier oben hin. Aber das könnte dann doch eher was sein für den Unimog. Genau, wir holen jetzt den Schneeschieber und was wir noch bräuchten natürlich, wollte ich ja das letzte Mal schon, das ist der Laser da noch an, wollte ich das letzte Mal schon und zwar bräuchten wir natürlich noch Salz. Aber das ist hier, das ist doch eine coole Sache, hä?
hier mit so einem tolles Gerät, sage ich mal, Winterdienst zu machen. So, man merkt wohl, es ist glatt. So, jawohl. Das können wir montieren. Upsi. So kann es gehen. Hinten keine Kamera montiert. So, auch das können wir hier ein bisschen natürlich drehen, damit wir das alles zu einer Seite schieben. Theoretisch, eigentlich ist es sowieso dann weg. Genau, und so können wir da die ganze Schneegeschichte hier ein bisschen in Angriff nehmen. Und was ich gerne noch schauen möchte, jetzt weiß ich nicht, ob das bei platzierbare Objekte ist. Und zwar brauchen wir ja noch so ein Salzlager. Wir müssen ja noch irgendwie Salz holen. Wahrscheinlich wird das Geld nicht mehr ausreichen. Muss ich mal schauen, ob das hier drin war. Dann könnten wir nämlich auch Salz laden. Und dann können wir nämlich gerade mal hier mit dem Streuer die Straße da machen, damit es da kein Salz mehr drauf ist. Kein Schnee mehr drauf ist. Da. Streusalzlager für 50. Ich sag mal, das könnten wir uns gönnen. Das stellen wir hier mal auf dem. Stellen wir das auf dem Hof hier. Ich wüsste sonst erstmal nicht wohin. Stört natürlich der Anhänger da. Hier hinten wäre natürlich auch nicht schlecht irgendwo. Also ich muss gerade mal zum Hof, ich muss mal den Anhänger wegfahren, dann hätten wir da schon Platz. Ich muss sowieso zum Hof, um hier den Schnee zu räumen. Und natürlich um Salz zu laden, das wollen wir ja machen. So, den Anhänger sollte ich theoretisch auch hier ran machen können. Ich glaube, ich habe da alle Anhängervorrichtungen montieren lassen. Boah, der rutscht aber gleich. Ich weiß nicht, ob das wirklich am Schnee liegt oder ob das an meiner Fahrweise liegt. So. Okay, Anhänger haben wir weggestellt. Jetzt, müssten wir nur noch mal das Gebäude uns nehmen. Gerade mal ein bisschen drehen und dann können wir das da platzieren. Ist irgendwie, habe ich das Gefühl, nicht so der richtige Platz dafür. Aber wir reißen sonst später wieder ab. Naja, das passt da irgendwie nicht so richtig hin. Wir reißen es sonst später wieder ab und suchen uns dann einen neuen Platz. Oh, da steht schon der Mitarbeiter. Okay. Kann ich jetzt das da irgendwie. Oder ist das bloß Deko? So wie es aussieht, ist es bloß Deko, oder? Ich dachte, ich kann hier Salz streuen. Jungs. Hallo? Kann ich eigentlich da irgendwas noch Spiegel? Verriegelung? Nee. Ja, weiß nicht, ob ich wirklich da Salz streuen kann. Sieht erstmal nicht so aus. Vielleicht stelle ich mich auch irgendwie.
kann ja hier auch nichts öffnen. Das ist eigentlich bloß vorne. Wendefahrt. Sonst haben wir bloß Vorderradlenkung. Kann ich da einschalten? Wendefahrt. Der Helfer. Der macht auch nichts. Also so wie es aussieht, ist das bloß alles Deko. Und ich kann gar kein Salz streuen, weil es zeigt mir auch gar nichts an, damit da irgendwas wirklich salzmäßig geladen ist. Aber sonst sieht schon cool aus, das Gefährt, muss ich sagen. So, und das ist wieder da Schnee, wo wir schon mit dem Unimog geschoben haben. Also ist dann wirklich so, damit denn, wenn es dann weiter schneit, auch wieder Schnee da liegt oder liegen bleibt. Sag ich mal, wir machen jetzt hier einfach die Straßen frei. Wir haben jetzt so viel Geld ausgegeben hier für unser tolles Gerät. Da können wir dann auch den Winterdienst hier bei uns im Dorf machen. So, da stauen selbst die Pferde. So, wir fahren hier noch gerade drüber. Geht schon irgendwie. Irgendwie komme ich da schon durch. So ist nämlich hier so eine gute Wendestelle. Da kann ich nämlich hier einmal drum rum und kann hier nach oben fahren. Genau, hätte der Winterdienst eh so gemacht. So, jetzt fahren wir mal hier runter. Schauen wir mal, wie es ein Dorf weiter aussieht. Upsi. Schön, damit er mich darauf hinweist, wenn ich da den Schnee räume, damit ich die Felder nicht besitze. Das ist sehr motivierend, damit ich so wenig Felder habe und ich noch darauf hingewiesen werde. So, hier ist gar nicht so viel Schnee, wie ich gehofft habe. Jetzt wäre das natürlich noch eine gute Option, wenn man den LKW im Sommer noch für irgendwas anderes nehmen könnte, als statt bloß für den Winterdienst, sag ich mal. Damit man vielleicht Düngestreuer machen kann. Oder so. Aber jetzt haben wir einen Haufen Geld ausgegeben für, ich weiß nicht, wie lange hier Winter ist.
So. Sehr schön. Sind die Straßen doch fast wieder geräumt. Die wichtigen, die Hauptverkehrsadern. So, noch mal einmal mit den riesen LKW hier durchs Wohngebiet. Okay, dort war nichts. Da bleiben wir jetzt hängen hier. Ich glaube, ich fahre lieber wieder raus hier, sonst haben uns die Bewohner sicher nicht gern. Ich wollte ja nur helfen, den Schnee räumen, aber da kippen sie mich gleich hier mit den Laster um. So, okay, hauen wir lieber wieder ab. Wir machen hier eine kurze Pause mit dem und dann montieren wir noch die Fräse an Unimog. Da könnten wir noch machen. So, da ist er. Schon gleich hier rundum leuchten an. So, den Anhänger hier gut. Den habe ich ja gut davor vor die Halle parkiert. Also Salz können wir da irgendwie nicht laden. Ich kann Schnee abkippen. Aber das ist bloß Deko. Das ist bloß eine Dekoscheune hier. Ich schau mal, ob ich mit einem Unimog hier was laden kann, aber ich glaube auch nicht. Nee. Okay, schade. Andermal. So, jetzt wollen wir das Ding mal hier dran montieren. Der Unimog hat natürlich nicht die richtige Farbe. Geht das überhaupt da dran? Scheint nicht so. Ich glaube, das geht nicht. Nimmt er nicht. Das wäre jetzt eigentlich so, noch als Option wollte ich das da eigentlich ranmachen. Keine Chance. Okay, dann halt, geht's halt nicht. Gut. Ich glaube, das wäre es erstmal vom Schnee schieben. Das nächste Mal müssen wir wieder was anderes machen. Wo ist denn jetzt mein... Seht ihr da? Da sind die Anhänger nachher hier voll Schnee, glaube ich. Wir könnten natürlich noch probieren, damit wir mit den Follow-Me-Mod und die Fräse... Damit noch einer hinten hinterher fährt und einer mit der Fräse vorfährt und ich dann den großen LKW belade. Das würde wahrscheinlich noch eine coole Sache geben. Ich glaube, das machen wir. Das bereite ich mal vor. Ich probiere das mal aus. Wenn es funktioniert, zeige ich euch das natürlich. Dann würden wir eigentlich in den großen schwarzen den Schnee reinmachen. Und der hier würde mit der Fräse fahren. Ich glaube, das wäre noch eine gute Idee. Also, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ja, vielleicht sollte ich ab und zu nach vorne schauen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Danke, macht's gut. Bis zum nächsten Mal hier im Schnee. Ciao, ciao.